Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei Schiffe und Kreuzfahrten und den Kreuzfahrt-News am 23. August 2021. Ja, Pascal hat heute Seetag an Bord von Aida Prima. Deswegen gibt es von ihm heute kein Video und ihr müsst mal wieder mit mir vorlieb nehmen. Aber das ist kein Problem, denn ich habe euch ein paar News vorbereitet. Und zwar sind es nicht nur News von heute, sondern auch von gestern. Denn gestern bin ich tatsächlich nicht dazu gekommen, ein News-Video vorzubereiten, da ich ja alleine in der Kreuzfahrt-Lounge war und der Tag gestern, ja, typisch Sonntag, eben mal wieder ordentlich was zu tun gab. Ja, wir fangen an mit den News. Und zwar ist die Mein Schiff 1 gestern ja wieder nach Norwegen gestartet. Die erste Kreuzfahrt nach Norwegen von der Mein Schiff Flotte ging gestern los. Und zwar ja, natürlich, wie ihr wisst, nur mit geimpften Passagieren. In Kiel startete die Mein Schiff 1 gestern und ja, heute ist sie dementsprechend auch auf Seetag. Dann geht es nach Oslo, nach Kristiansand, Bergen, Geiranger, Ålesund und dann wieder ein Seetag und zurück nach Kiel. Das ist sehr erfreulich, dass es endlich wieder losgeht mit Norwegen, wenn auch nur mit vollständig geimpften Passagieren. Und da macht Norwegen auch keine Ausnahme. Das wisst ihr. Auch Kinder müssten theoretisch geimpft sein. Es ist allerdings aktuell kein Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren zugelassen. Somit werden Kinder unter 12 Jahren prinzipiell von den Kreuzfahrten ausgeschlossen. Ja, aber es ist sehr erfreulich, dass es wieder losgeht. Und da habe ich auch direkt die nächste Neuigkeit für euch, wobei das gar nicht so eine Neuigkeit ist. Ich glaube, dass das an vielen einfach nur vorbeigegangen ist. Denn seit gestern ist es so, dass bei den Kreuzfahrten der Mein Schiff 1, egal ob sie nach Norwegen führen oder nicht, also auch die, die von Kiel aus in die Ostsee gehen, ein vollständiger Impfschutz notwendig ist. Ja. Bei den Abfahrten ab Kiel, die allerdings Norwegen nicht beinhalten, gilt der Impfschutz, also der verpflichtende Impfschutz, nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Kinder sind davon ausgeschlossen. Und zwar heißt es genau genommen, bei Reisen ohne Norwegen im Reiseverlauf benötigen nicht geimpfte Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren vor Reiseantritt 2 negative Covid-19-Testergebnisse. Kleinkinder bis zu einem Alter von 3 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Aber ansonsten zum Reiseantritt benötigen alle Gäste einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 sowie ein negatives Antigen-Testergebnis. Das betrifft, wie gesagt, alle Reisen mit Norwegen. Das sind die Termine 22.8., 30.8., 12.9. und 19.9. Hier ist ein vollständiger Impfschutz für alle Gäste notwendig, auch für Kinder, die nicht geimpft werden dürfen, und ein Antigentest bei Anreise. Und die Reisen ohne Norwegen, ja, das betrifft die Abfahrtsdaten 10.9., 26.9., 1.10., 8.10. und 10.10. Hier ist ein vollständiger Impfschutz für alle Passagiere ab 4 Jahre eigentlich verpflichtend. Ein Antigentest bei Anreise ab 4 Jahre und ein zusätzlicher Antigentest, der zwischen 48 und 24 Stunden alt sein muss bei Abfahrt. Für Kinder zwischen 4 und 18 Jahre ohne vollständigen Impfschutz. Ja, also auch die Reisen ohne Norwegen am 10.9., 26.9., 1.10., 8.10. und 10.10. mit der Mein Schiff 1 ab Kiel müssen alle Passagiere ab 18 Jahre vollständig geimpft sein. Es gibt lediglich die Ausnahme für Kinder zwischen 4 und 18 Jahre, die müssen nicht geimpft sein, brauchen aber einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest, der ja mindestens 24 Stunden alt sein muss bei Abfahrt, aber nicht älter als 48 Stunden alt sein darf. Ja, das zur Info einmal für euch. Auch die Ostseekreuzfahrten, auch die Kurzkreuzfahrten
mit Helsinki und Kopenhagen. Mit der Mein Schiff 1 ab Kiel könnt ihr als erwachsene Person nur antreten, wenn ihr über einen vollständigen Impfschutz verfügt. So, gute Nachrichten gibt es von Costa Kreuzfahrten. Und zwar gibt es grüne Herbstferien für die ganze Familie. Ja, die Costa Smeralda hat besondere Angebote in den Herbstferien für Familien. Sie ist besonders familienfreundlich und Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre reisen kostenfrei in der Kabine der Eltern, auch in den Herbstferien. Und warum gibt es grüne Herbstferien? Ja, Costa ist sehr stolz darauf, aktuell mit der Costa Smeralda das einzige Kreuzfahrtschiff zu haben, weltweit, das im Hafen und auf See ausschließlich mit umweltfreundlichem Flüssiggas LNG fährt. Ja, genau. Aktuell ist die Costa Smeralda tatsächlich das einzige Schiff, das mit LNG unterwegs ist, da AIDA Nova ja noch nicht wieder zurück im Dienst ist. Und dementsprechend, ja, kann Costa Kreuzfahrten sagen, sie sind momentan als einzige mit einem LNG-Schiff unterwegs. Ja, ansonsten ist natürlich die Costa Smeralda ein sehr familienfreundliches Schiff. Guckt euch das gerne mal an für die Herbstferien, falls ihr da ins Mittelmeer möchtet. Ruft uns da gerne in der Kreuzfahrt-Lounge an, schaut auf unserer Seite oder schickt uns eine Mail oder WhatsApp. Da sind wir euch gerne behilflich, für euch die perfekte Familienkreuzfahrt mit Costa Smeralda in den Herbstferien zu organisieren. Und zwar grün. Ja. Die Wonder of the Seas macht erste Testfahrten. Ja, Wonder of the Seas, das ist der neueste Neubau von Royal Caribbean. Wird auf der französischen Werft Chantier de l'Atlantique in Saint-Nazaire gebaut. Sie befindet sich jetzt aktuell auf Testfahrten. Sie wird dann quasi die Symphony of the Seas ablösen als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt. Und die Jungfernfahrt ist derzeit für den 23.03.2022 terminiert. Ja, weiter geht es mit weiteren Impfnachrichten. Und zwar, seit gestern ist es auch so, dass bei Neubuchungen bei 1A Vista Reisen nur noch geimpfte Gäste neu buchen dürfen quasi. 1A Vista Reisen setzt auf vollständigen Impfschutz zum Reiseantritt. Der Kölner Veranstalter 1A Vista Reisen nimmt nur noch Buchungen nach dem 2G-Prinzip an. Die Gäste müssen zum Buchungszeitpunkt bestätigen, dass sie zum Reiseantritt vollständig geimpft und von einer Corona- oder von einer Corona-Infektion genesen sind. Ein Nachweis muss bei Reiseantritt vorgezeigt werden. Ja, auch hier ist es so, es läuft immer mehr darauf hinaus, dass Menschen, die in Zukunft noch reisen möchten, geimpft sein müssen gegen das böse Coronavirus. Und auch bei Phoenix-Reisen ist es so, dass seit gestern nur noch vollständig geimpfte Passagiere mit auf Kreuzfahrt dürfen. Das hat Phoenix gestern verkündet. Und zwar betrifft das die Hochseekreuzfahrten von Phoenix. Seit gestern nur noch vollständig geimpfte Passagiere. Und das bedeutet auch, dass Kinder unter 12 Jahren oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, von den Kreuzfahrten ausgeschlossen sind. Also Phoenix macht da keine Ausnahmen. Sie sagen, bei uns kommen nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf die Hochseeschiffe. Ja, und noch eine positive Nachricht von Costa Kreuzfahrten. Und zwar wird die Costa Firenze, die ja eigentlich mal für den asiatischen Markt vorgesehen war, noch bis mindestens 23 auch für den deutschen Markt verfügbar bleiben. Es geht am 16.12. wieder nach Dubai. Es gibt eine Orientsaison auch von 22 auf 23 und somit wird die Costa Firenze frühestens im März 2023 an Costa Asia übergeben und so lang könnt ihr die noch buchen. Also sie ist so lange noch für euch verfügbar. Costa Firenze, die wird ja in diesem Winter im Orient kreuzen,
geht dann im nächsten Jahr zurück ins Mittelmeer, wird dann darauf den Sommer, den Winter wieder in den Orient gehen und dann schauen wir mal, was im März 2023 passiert, ob sie tatsächlich an Costa Asia übergeben wird oder ob sie vielleicht noch etwas länger für uns erhalten bleibt. Ja, und das waren auch schon die News für heute. Ich hoffe, für euch war was Interessantes und vielleicht auch was Neues dabei, was ihr noch nicht wusstet. Ansonsten denke ich, hören wir uns morgen wieder. Vielleicht aber auch meldet sich der Pascal morgen wieder. Das werden wir mal sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen restlichen schönen Montag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, eure Melanie.